Leute, willkommen zurück zu My Sims Racing, dem fast besten Racing-Spiel für die Nintendo Wii. Hust, hust. Im heutigen Part wollen wir hier noch ein paar Aufgaben erfüllen. Wir haben ja hier bisher zwei weitere Aufgaben freigeschaltet und fangen an mit König Roland, denn nachher hier würde er als nächstes rankommen, soweit ich weiß. In der Aufnahme habe ich gesehen, dass wir Aran gemacht haben und er halt jetzt hier als nächstes dasteht. Sei gegrüßt, treue Untertanen. Ich bin Roland, König der Rennstrecke. Bevor ich gegen dich antrete, musst du dich erst noch als würdig erweisen und meine Bestzeit unterbieten. Währenddessen genehme ich mir ein kleines Stück Kuchen. Nun, was sagst du dazu, meine Teure? Okay, wir fangen direkt mal mit dem Zeitrennen an. Und natürlich gilt wieder Gold holen. Immer wieder Gold holen. Wir haben bisher 28,2% erreicht und kriegen die Strandstrecke, okay. Oder die Seestrecke, ich weiß gar nicht, was das hier ist. Ich glaube, das soll so ein See sein. Mich wundert es aber, dass an einem See eine Boje steht. Also, vor allem nicht mal so einen großen. Wir haben 42 Sekunden Zeit, um eine Runde zu schaffen. Das klingt ein bisschen knapp. Okay, wir wollen es einfach mal versuchen. Ich zweifle zwar dran, aber hey, wenn ich wage, der nicht gewinnt. Wir starten nochmal neu. Das habe ich gesehen. Das habe ich definitiv gesehen. Okay. Ich habe es ganz deutlich gesehen. Ihr habt es hoffentlich auch gesehen. Da war nämlich ein Superboost. Den wollen wir uns gerne schnappen. Können wir den hier schon sehen? Tatsache, den hätte ich vorhin schon sehen können. Da unter dem Wasserfall ist auch einer. Okay. Merken wir uns einfach mal. Warum auch nicht? So, also auf ein neues. Ich finde trotzdem 42 Sekunden ist ein bisschen knapp. So. Können wir einfach einen Boost geben. Oh, das ist hier so richtig praktisch. Alter, wie lange der aushält. So. War hier nicht einer vorhin? Ich meine, von hier einen gesehen zu haben. Oder ich kann mich auch täuschen. Oh Gott. Wobei ich gerade merke, irgendwie, die Runde ist doch schnell geschafft, als ich dachte. Ja, das schaffen wir auf jeden Fall, oder? Ich mich jetzt noch wundern. Okay, die Aufgabe ist einfacher, als ich dachte. Vielleicht, weil wir auch mit dem ersten Boost so einen riesigen Abstand gemacht haben. Indem wir einfach mal so kurzen Winkel gefahren sind, wie es geht. Aber war der zweite Boost nicht da hinten beim Wasserfall? Ich meine, ich habe da vorhin den einen gesehen. Wo habe ich mich echt getäuscht? Okay, egal, wir haben es geschafft. So, König Roland, deine Zeit war gar nicht mal so schwer, wie ich dachte. Sehr eindrucksvoll. Dieser Blick. Sehr eindrucksvoll. Damit hast du dir einen Vanillekuchen mit Schokostreusel verdient. Ach ja, und das hier. 5 Ventilmotor. So, wir machen erstmal das Gebiet hier fertig, damit wir nicht immer hin und her fahren müssen. Und jetzt ist erstmal Meister Aran dran. Der Duck-Stil ist eine Kampfmethode, bei der der Kämpfer nie und nimmer aufgibt. Nicht, wenn er am Boden liegt. Nicht, wenn er die Nase vorn hat. Und schon mal gar nicht, wenn die Schlacht vorbei ist. Selbst wenn die Lichter ausgehen und sich alle nach Hause aufmachen, kämpft er weiter. Manchmal kann das auch ganz schön lästig sein. Egal, in dieser Challenge möchte ich auf jeden Fall, dass du so verbissen wie ein Dachs kämpfst und so weit fährst, wie du kannst. Nun kleine Dechsen. Gott. Dechsen, das habe ich so noch nie gehört. Bist du bereit für die äußerst strapaziöse Herausforderung? Ja. Ich frage mich eigentlich, wie viel Prozent ein Rennen gibt. Also wenn es 1% ist, ist es eine Menge. Aber es gibt ja auch keine 100 Rennen, also von daher... Die DAX-Methode. Was erwartet uns hier? Oh, 20 Tore. Das ist mal was anderes. Okay, die Strecke ist auch groß. Also von daher... Wir müssen genau gucken, wo wir hin müssen. Das ist sehr wichtig. Ich habe nämlich keine Ahnung. So, das ist das erste Tor. Vielleicht können wir ja die Abkürzung fahren. Ich weiß es nicht. So. Zeit verlängert. Das ist wichtig. Und wehe, es gibt nur 3 Tore pro Runde. Das wäre natürlich ein bisschen knapp. Aber das glaube ich nicht. Wäre ein bisschen... Das wäre, muss ich zugeben, echt wirklich ein bisschen knapp. Oh Gott, richtig weggerutscht. Das war peinlich. Alter, wir rutschen mit dem Wagen richtig stark. Das ist ekelhaft. Das ist das nächste Tor.
da. Können wir die Abkürzung fahren? Au. Oh. Natürlich. Ich wollte nur die Abkürzung fahren, weil da oben der Plan ist. Den brauchen wir noch. Den wir jetzt haben. Das ist gut. So, und wir haben super... Fuck off, Mann. Wir haben super Boost, das ist wichtig. Also, wo kommt denn das nächste Tor? Da hinten. Wir rutschen ziemlich stark mit dem Wagen. Das ist ein bisschen ekelhaft. Liegt vielleicht an der Oberfläche hier. So. Okay, es gibt 5 Tore pro Runde. Wir haben auf jeden Fall schon ziemlich viel Zeit verloren. Das müssen wir in der nächsten Runde auf jeden Fall besser machen. Definitiv. Weil wir haben 40 Sekunden pro Runde gebraucht. Das ist nicht gut. Also wenn wir 40 Sekunden pro Runde brauchen, dann brauchen wir viel zu lange dafür. Hat eigentlich gerade ein Nitrofeld? Das müsste ich mal kurz in der nächsten Runde beobachten. Oder was? Ach, es können auch diese Blumen gewesen sein, ne? Wir rutschen schon wieder zu weit weg. Ich mag es nicht, wenn ich zu weit wegrutsche. Das ist auch ein bisschen zeitaufwendend. Und die Zeit, die brauchen wir auf jeden Fall. So. Diesmal nehmen wir die Kurve hier genauer. Aber wir kriegen kein Dings. Das ist schade. Oh Gott, das kostet doch wieder ewig Zeit. Aber wir können diesmal hier Zeit sparen, indem wir hier einfach durchziehen. Oh ja, und das spart uns eine Menge Zeit. Glaube ich auf jeden Fall. Trotzdem habe ich das Gefühl, wir haben verkackt, denn ja, wir haben noch eine Minute Zeit und das schaffen wir auf keinen Fall. Nee, wir müssen ja noch 2 Runden drehen. Obwohl, wenn ich Gas gebe. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen Zeit gut gemacht. So viel weiß ich. So. Da habe ich links ein Nitro gesehen. Das ist wichtig. Das sollte ich mir vielleicht merken. Für die letzte Runde. Das auch richtig knapp wird. So, ich sammle erstmal ein bisschen, damit wir vielleicht ein paar Abkürzungen fahren können. Gegebenenfalls. Weil wir fahren ja momentan. Oder sowas hier retten können. Und wir fahren momentan echt langsam. Und ich muss echt zugeben. Ja, wir kommen scheiße voran. So. Aber es gibt Nitro. Das ist wichtig. So. Gott. Alter! Ja, was hat denn der jetzt da hochgehauen? So, wir müssen unbedingt Gas geben. Und unbedingt Gas geben. Das war wieder viel zu schlecht. Ich hab so ein Gefühl, das wird nichts mehr. Wenn, dann wird das ziemlich knapp. Wir haben 35 Sekunden für die Runde gebraucht. Das ist nicht gut. Wir müssen unbedingt dieses Nitrofeld kriegen, was da am Rand war. Was jetzt? War hinterm Ast, ne? Beim zweiten oder beim ersten? Boah, hier. Problem ist, wir müssen durch das Tor fahren. Okay, das ist. Das ist eine Scheißidee. Das ist eine richtig Scheißidee. Okay, ich starte nochmal neu. Also. Oh. Wir müssen auf jeden Fall das besser hinkriegen. Ansonsten ist das vielleicht die erste Herausforderung, die wir nicht richtig hinkriegen. Alter Schwede, ey. 20 Tore, das ist natürlich eine Herausforderung, ja, die es in sich hat. So, beim ersten Tor kommt direkt das, deswegen machen wir es jetzt so. Wir sammeln hier die ganzen Nitrofelder ein. Machen so. Nehmen dieses Nitro hier und hoffen, dass wir hier hinterfahren können. So. Oh, so machen wir es jetzt auch sofort immer. Das ist viel besser. Das klappt sogar. Das sollten wir uns merken. Sammeln wir erstmal wieder, falls wir gleich hier rutschen. Das ist. Wir rutschen immer an derselben Stelle, ne? Ist euch mal aufgefallen? Den Drift. Oh, den Drift können wir sogar ausnutzen. Drift Level 3, das geht ja. Sag mal! Wo war das denn jetzt hier so ein... Och, die Aufgabe hat's in sich, ey. Das ist echt... Oh Gott, ey. Das ist ekelhaft. Ich mag die Strecke nicht.
So. Das mag ich gerade echt nicht. Also jetzt mit dem ersten Mal, da hat es echt... habe ich mir die Strecke erstmal angeguckt. Die hat sich gut angefühlt und so, aber momentan... Nee. Momentan geht gar nicht. Das ist aber wieder gut. So. So müssen wir das, glaube ich, jetzt immer machen. Dann klappt das alles. So, hier rutschen wir auch nicht weg. Und hier beim nächsten dürfen wir sogar wegrutschen. Weil das klappt dann wohl auch nicht. Gut, dann sammeln wir halt alle Kristalle ein. Warum nicht? So. Ich glaube, ich kann sogar aufs Nitro scheißen, wollte ich sagen, aber ja. Oh! Oh! Warum wusste ich das noch nicht früher? Das ist mal gut zu wissen. Hier gibt es ja... Ich weiß gar nicht, ob das wirklich zeitsparender ist. Ich glaube schon, ne? Wir haben trotzdem mehr als eine Minute, eine halbe Minute gebraucht. Das ist nicht gut. Alter! Das ist gar nicht gut. Okay, wir müssen, glaube ich, die Abkürzung kriegen. Oder vielleicht nicht mehr so viele Dings überfahren. Das wäre, glaube ich, auch eine Idee. So. Auf jeden Fall hat die Aufgabe echt einen gewissen Schwierigkeitsgrad, muss ich zugeben. So. Oh, viel zu weit weggedriftet. Nicht gut. Nicht gut. Na, ist klar. Ist klar. Ach, guck mal, wenn wir die Rennen neu starten, dann ist auch der Plan weg. Dann müssen wir also einsammeln und die Runde beenden. Eins steht fest, wir müssen unbedingt diese Abkürzung nehmen, weil ich glaube, die ist ein bisschen schneller. Ja doch, die ist ein bisschen schneller. Definitiv ist die schneller. Okay. Ich glaube, wir haben wieder ein bisschen Zeit gut gemacht, ne? Kann das sein? Ja, haben wir. So. Das ist auf jeden Fall mein Rennen, was es in sich hat. Also, wo ich auch Probleme mit habe. Denn, ja, das ist gar nicht mal so leicht, wie es aussieht. Was? Warum ist mein Nitro auf einmal weg? BTF, was habe ich... Hä? Das hat doch nie so kurz angehalten. Oder bin ich jetzt gerade blöd? Schon wieder rutschen wir auf die Wiese, das ist nicht gut. Das war gut. Das war echt gut. Wow. Mal so eine Runde und wir haben es, glaube ich, geschafft. Oder? Ich habe jetzt ein Gefühl, wir sind gut in der Zeit. Aber ich kann mich auch täuschen, also. Obwohl, eigentlich. Ne? Das war eine sehr gute Runde, eigentlich. Oh ja. Sie haben ziemlich viel aufgeholt. WTF? Letzte Runde. Es entscheidet sich alles. Nitro, wir müssen unbedingt dieses Ding hier kriegen. So, weh, du bremst wieder einfach ab. Alter, seit wann hält das denn hier schon auf? War es die ganze Zeit schon so? Ich dachte mal, es hält erst später auf. Oh, böses Wäldchen. Nein, ich will nicht driften. Ja gut, dann sammeln wir halt die Dinger hier ein. Ich habe so ein gutes Gefühl bei der Sache jetzt gerade, denn wir sind in der Zeit. Oh. Oh. Das war sogar sehr gut. Eigentlich kommen auch diese Nitro-Felder immer wieder, ne? Das ist also diese Nitro-Boost-Dinger. Stellt euch mal vor, wir hätten nur einen pro Runde. Das wäre natürlich ein bisschen wenig, ne? So, ich habe, glaube ich, das Gefühl, wir haben es geschafft. So nach Stunden von Zeit haben wir es eigentlich geschafft. Das zweite Rennen erst heute.
Ich meine, es ist ein richtig großes Rennen, aber trotzdem. So. Die schwerste Geburt heute. Oder beziehungsweise schon bereits im ganzen Let's Play. Gibt auch viel, ziemlich viele Essenzkristalle. Wenn du mal eine Pause einlegen willst, stell dein Auto einfach in der Stadt ab und vertrete die Beine. Was? Geht das? Ja, der DAX lebe hoch. Ich bin sehr beeindruckt. Hier, nimm das als Belohnung für deine Hartnäckigkeit. Kann ich hier rumlaufen? Kann ich hier rumlaufen? Nö, zurück zum Spiel. Hä? Hier rumlaufen! Ich habe die Beine vertreten. Geht leider nicht. Schade. Okay, gehen wir nochmal zu, wie hieß sie nochmal? Ich habe keine Ahnung. Willkommen zurück, Masa-san. Mein Onkel dankt dir für all den Fisch. Er hat jetzt so viele Kunden, dass er gar nicht mehr aus der Küche kommt. Er fragt übrigens, ob du uns die Ehre erweisen würdest, an einem Rennen teilzunehmen, das unser Restaurant sponsert. Der Gewinner bekommt so viel Sushi, wie er Kilos auf die Waage bringt. Nimmst du die Einladung meines Onkels an? So viel Sushi will ich auch hier nicht haben. Das ist ekelhaft. Okay, dann haben wir wenigstens 3 Rennen heute geschafft. Moment mal kurz. Und wir machen zum großen Abschluss ein Rennen auf der Strecke hier, die selber schon so groß war. Wir sind natürlich zu 6. Ist cool. So, haben schon mal die erste weggerannt. Bin ich mal gespannt, wie schwierig das hier wird. Denn immerhin, ja, der Schwierigkeitsgrad steigt ja immer. Irgendwie. Nö. Keine Herausforderung. Übrigens sind auch die Dinger weg, also die, wie heißen sie jetzt, die... Nein, 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 au, au, au. Alter. Das ist eine komische Engine. Übrigens sind die Super-Nitros weg. Boah, wir werden trotzdem die Abkürzung nehmen. Ich rutsche auch nicht mehr, super. Ich finde übrigens dieses Schild ein super tolles Item. Schade, dass es sowas bei Mario Kart nicht gibt, ne? Alter, wie hier weg. Oh Gott. WTF! Was war das denn jetzt? So. Aber das war knapp. Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr, ne? Also, wir sollten, glaube ich, ein bisschen Kristalle sammeln, bevor wir hier durchfahren. Also, nur so als Info, die Wiese macht uns langsamer. Ich glaube, das sollte klar sein. Das ist ja dieselbe Engine wie Mario Kart. Nur auf der Strecke sind wir schnell. Deswegen, ja. Übrigens haben wir wieder einen angenehmen Abstand. Und wir müssen nur 3 Runden machen, keine 4. Also momentan bin ich zufrieden mit meinem Auto. Ich habe keinen Mund! Warum habe ich keinen Mund? Ich habe keinen Mund! Nicht lustig. Oh, was auch ekelhaft ist. Ah, jetzt habe ich einen Mund. Okay. Und weg? Nee, jetzt ist er da. Okay. was ekelhaft ist, bei Mario Kart, wenn man den Blooper bekommt, also abbekommt, dann ist es ja so. In der Kurve nicht lustig, in der Kurve nicht lustig. Oh, was zur Hölle. Nein, oh Gott, jetzt nicht raus. Alter, das war eine böse Kombo. Oh, Alter. Sag mal, habt ihr es bald? Hauptsache ich drifte. Hauptsache ich drifte. Alter Schwede, ey. Wir haben ziemlich krank jetzt aufgeholt. So, machen wir ein paar Netze hin, falls irgendjemand auf die Idee kommt, mir hier zu folgen. So. Jetzt frage ich, ob irgendjemand die Abkürzung hier fährt. Kann ja sein, ne? Ja, auf jeden Fall ist dieser Blooper ja mit zum Nitrofeld abzuwedeln, aber dieses Häschen hier, ne? Oh, das ist echt böse. Und wenn dann noch diese Drehung kommt auf den Kopf. Alter, ich hatte gerade so einen Brainfuck. Sag mal, wie oft soll das denn noch kommen? Und vor allem, was auch unnötig ist, wir springen davon immer. Also, wir gehen nochmal so in die Luft. So, hepp. Was ich auch ein bisschen unnötig finde. So. Ich werde aber hier nochmal den Sprunglevel machen. Zack. Nehmen wenigstens noch so ein bisschen Nitro dazu. Da haben gleich unsere Anzeige voll. Ist es denn praktisch? Ja, es ist praktisch. Denn dann geben wir richtig Gas. Wir haben ein Schutzschild an! Und dann trifft uns das Blitzding trotzdem. Okay.
Bam. Kürbisse. Sag mal. Was sind drei Teufelsnamen? Doch. Hier fahren wir einen normalen Weg. Ist auch egal. Hier haben wir ziemlich viel Gas gegeben. Und Chess holt auf. Das ist nicht gut. Alter, Chess holt ziemlich stark auf. Wenn wir jetzt noch Zweiter werden, dann wäre das natürlich ein bisschen unverschämt. Wenn es einfach vorhin alles zerfickt hat einmal. So, machen wir mal hier ein paar Netze hin. Falls er auf die dumme Idee kommt, irgendwie uns anzugreifen. Nein, nicht auf den Kopf. Oh Gott, jetzt habe ich schon wieder denselben Fehler gemacht wie sonst auch. Alter. Wenn man die Strecke nicht so gut kennt und man geht auf den Kopf, das ist ekelhaft. Das ist richtig ekelhaft. Alter. Ey, ich dachte erst, auf den Kopf ist, ja, schnell geklärt. Aber das ist, alter Schwede, ist das ekelhaft. Und ich habe die 5 schlechteste Runde, glaube ich, oder? 5, ne, 1, 2, 4 schlechteste Runde. Oh Gott. Aber trotzdem mit Abstand gewonnen. Leute, das war ein sehr schwieriger Part. Liegt auch vielleicht an der Strecke. Ich weiß es nicht. Omedetto, Masasan. Du hast es geschafft. Das Sushi wird so schnell wie möglich geliefert. Und ich habe noch etwas für dich hier. Die Kabuki-Maske. PTF. Okay. Im nächsten Part geht es wieder nach Roland, denn er hat eine Aufgabe für uns. Und was für eine Aufgabe das sein wird, seht ihr im nächsten Part. Bis dahin, Leute, danke fürs Reinschalten und Masala Vista, Baby.